Inzwischen ist die Nachfolgebox, die ich vor einiger Zeit auf die Reise gegeben habe, wieder bei mir angekommen. Für mich ist es schwer, sie unvoreingenommen zu kommentieren, weil ich inzwischen die Videos unserer Konfis gesehen habe, aber trotzdem möchte ich sie mit euch gemeinsam anschauen und auspacken. Hier draußen ist ein Bild dazugekommen. Nachfolger Jesus, ja, im Grunde unterstreicht das nochmal das, was ich schon oben hingeschrieben habe und benennt auch, dass es für Christen und Christinnen darum geht, Jesus nachzufolgen. Hier sind ein paar betende Hände, ein Kreuz, vielleicht ein Rosenkranz, das kann ich nicht so genau erkennen. Passt für mich gut zur Nachfolge. Denn Menschen, die Jesus nachfolgen, die werden sich so wie er auch an Gott wenden und werden zu ihm beten. Hier sind ein paar Bilder von einem Baum im Wechsel der Jahreszeiten. Gut, eine Jahreszeit folgt der anderen, aber so richtig hat das für mich jetzt nichts mit Nachfolge zu tun. In der Box sind eine Reihe von Zetteln. Hier auf dem einen Zettel geht es um Corona-Neuinfektionen. Auf dem anderen Zettel steht was von einem Corona-Fall. Ich glaube, da sieht man, wie nah die Worte Nachfolge und Nachverfolgung zusammenhängen. Und ja, wahrscheinlich merkt man auch, was unsere Konfis gerade ganz besonders beschäftigt. Corona-Zahlen, die Nachverfolgung von Infektionen scheint ein wichtiges Thema zu sein. Nicht höher, schneller, weiter, sondern langsamer, bewusster, menschlicher. Das ist eine moderne Formulierung, könnte wahrscheinlich aber auch Jesus genau so sagen. Hat er besonders gelebt, würde ich sagen. Passt also durchaus für mich zum Thema Nachfolge. Der Herr aber, der selber vor euch hergeht, wird mit dir sein und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Ja, es erzählt etwas davon, wie Gott ist. Und in dieser Gottesvorstellung erkenne ich das wieder, was Jesus uns von Gott erzählt hat. Er wird bei uns sein, wird seine Hand schützend über uns halten, wird uns nicht verlassen. Es ist der gleiche Gott, von dem wir da reden. Der Geist ist's, der da lebendig macht, das Fleisch ist nichts Nütze. Für mich bringt es vor allen Dingen den Gedanken zum Ausdruck, dass wir zwar versuchen können, Jesus nachzufolgen, dass wir das alleine aber kaum hinbekommen werden, dass wir Gottes Geist und Gottes Kraft dazu brauchen. Psalm 23, auch ein Psalm, der ganz besonders davon erzählt, wie Gott ist und wie er für uns da ist. Der ganz besonders davon erzählt, wie der Gott ist, dem ich folgen möchte. Dieses Zitat hier habe ich selbst in die Box reingelegt. Für mich war es am Anfang Symbol dafür, dass Nachfolge nicht immer leicht ist, sondern durchaus eine Herausforderung, vielleicht manchmal sogar eine Zumutung. So wie ich die Videos unserer Konfis kennengelernt habe, ist das ein Gedanke gewesen, der Ihnen so nicht gekommen ist? Testament, ich vererbe dir unser Familienunternehmen. Ganz klar, hier geht es um Nachfolgeregelung. Hat nicht in erster Linie was mit christlicher Nachfolge zu tun. Aber indirekt natürlich schon, weil es auch bei einem Familienunternehmen darum geht, eine Sache weiterzuführen, die ein anderer begonnen hat. So kann ich auch christliche Nachfolge verstehen. Vielleicht ein Baby hat für mich jetzt auch nicht direkt was
mit dem Stichwort Nachfolge zu tun. Aber dass da jemand zur Welt kommt, der den Eltern nachfolgt, das kann ich verstehen. Und das leuchtet mir schon ein. Hier geht es ums Vergeben, ein Bild. Das ist absolut etwas, was im Sinne Jesu ist, einander zu vergeben. Ist für mich ein Bild, das zur Nachfolge dazugehört. Meine kleine Jesusfigur ist wieder zurückgekommen. Finde ich gar nicht schlecht, wer weiß, wozu ich ihn noch brauchen kann. Ein Stein in Form eines Herzens mit dem Wort Glaube darauf erinnert mich an die Worte Glaube, Liebe und dann auch Hoffnung. Ich denke, niemand hat das so stark gelebt wie Jesus und ja, das ist für mich jeden Tag neue Herausforderung, es ihm gleich zu tun. Dieser Schlüsselanhänger hier, Gott segne und behüte dich, wohin du auch gehst. Für mich ein Bild für Nachfolge, weil allein die Fußspur mich schon daran erinnert. Und dieses kleine Bild, das schlägt für mich nochmal die Brücke dazu, dass wir Gottes Geist brauchen, der uns unterstützt auf unserem Weg durch die Nachfolge.